So, herzlich willkommen zum nächsten Video auf meinem Channel, auf dem Channel von Bastian Huck. Natürlich wie immer die Themen E-Commerce, Online-Unternehmertum und Unternehmertum generell. Und was wir uns heute anschauen werden, ist das Thema Nischen und vor allem, worauf du achten musst, wenn du dir eine Nische selbst angelst, sage ich mal, herauspickst und dort dein Online-Unternehmen hochziehst. Das heißt, ich gebe dir 4 Kriterien mit, auf die du unbedingt achten musst, wenn du mit deiner Nische erfolgreich sein willst. Dementsprechend hier natürlich auch ganz klar der Hinweis, schau das Video unbedingt bis zum Ende an, denn dann weißt du auch, worauf du achten musst, wenn du dir deine Nische rauspickst, ja, womit du Umsatz machen kannst. An der Stelle, by the way, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn dir das Video gefällt, wenn du mir ein Like hinterlässt, Channel abonnieren nicht vergessen und damit aber jetzt auch direkt zurück zum Thema. Je nachdem, ob du schon länger dabei bist bei dem ganzen Thema oder ob du vielleicht gerade noch neu auf dem Channel bist, nochmal die kurze Erklärung, was ist denn überhaupt eine Nische? Du kannst dir zum Beispiel vorstellen, egal ob auf der Welt generell oder alle Leute, die auf Facebook sind, kannst du sagen, eine Nische ist einfach ein kleiner Teil dieser Gesamtheit von Menschen, die sich für eine bestimmte Sache interessieren, die eine bestimmte Leidenschaft gemeinsam haben. Ja, das heißt, Nischen können sein Haustiere, alles Richtung Hunde, Richtung Katzen. Nischen können natürlich auch sein unterschiedliche Berufsgruppen. Du hast leidenschaftliche Ärzte, du hast leidenschaftliche Feuerwehrmänner. Auf der anderen Seite hast du Musikrichtungen, wie zum Beispiel Rap oder Hip-Hop. Auf der anderen Seite hast du unterschiedliche Sportarten. Das sind also wirklich alles Nischen, das heißt einzelne Interessen, für die sich eine bestimmte Menge an Menschen interessiert. Und ganz wichtig zu wissen ist, wenn du dein Print-on-Demand-Unternehmen hochziehst, wenn du deine Brand hochziehst, dann fokussiere dich immer auf eine ganz bestimmte Nische. Denn ich habe dazu auch nochmal unterschiedliche andere Videos auf meinem Channel dazu, welche riesengroßen Vorteile du hast, wenn du dich auf eine Nische fokussierst. Und ich will an der Stelle jetzt mal nur bei einem Punkt, sage ich jetzt mal, bleiben. Und zwar, du willst dich als Experte mit deinem Shop in deiner Nische positionieren. Denn auf lange Frist ist dein Ziel immer, einer der Big Player in deiner Nische zu werden, einer der größten Shops in deiner Nische zu werden. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du als Experte positioniert bist. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Basketball-Nische einer der größten Shops werden willst, dann wirst du das nur werden, wenn du als Experte im Basketball positioniert bist. Wenn du gleichzeitig noch Tischtennis und Fußball und Handball und alles Mögliche mit in deinem Shop untergebracht hättest, guess what, dann bist du kein Basketball-Experte mehr. Okay? Deswegen immer Fokus auf eine Nische. Und bevor ich dir jetzt die 4 wichtigen Kriterien mit auf den Weg gebe, auf die du achten musst und anhand deren du praktisch beurteilen kannst, ob eine Nische für dich profitabel ist oder nicht, will ich auch noch mit einem Mythos aufräumen. Und zwar der, dass es häufig Leute gibt, die sagen, hey, funktioniert denn das ganze Print-on-Demand-Business noch? Sind diese Nischen denn nicht schon komplett überfüllt, weil so viele Leute da draußen unterwegs sind? Und da gibt es 2 einfache Sachen dazu zu sagen. Erstens mal, es gibt so viele 0815-Shops da draußen, die keine Ahnung von guten Designs haben, die keine Ahnung von Branding haben. Das bedeutet, diese Shops existieren normalerweise sowieso nicht lange und gehen relativ schnell den Bach runter. Ja, und genau deswegen bringe ich ja auch den Leuten in meinem Mentoring bei, wie kreierst du wirklich einzigartige Designs, beziehungsweise wie lässt du einzigartige Designs kreieren? Und der 2. Punkt ist, und der ist extrem wichtig, wie machst du professionelles Branding? Wie baust du deinen Shop professionell auf, damit du wirklich einfach einen komplett anderen Eindruck hinterlässt als die ganzen 0815-Shops, okay? Und der 2. Punkt ist, du hast in Deutschland Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Restaurants. Du hast Zehntausende, Hunderttausende oder sogar Millionen von Autos, die in Deutschland rumfahren. Wieso gibt es trotzdem Autohersteller oder die meisten bringen jedes Jahr irgendwelche neuen Automodelle raus? Wieso eröffnen jedes Jahr Zehntausende neue Restaurants in Deutschland, obwohl es doch eigentlich schon so viel gibt? Das heißt, die Restaurant- und die Autonische müsste ja schon komplett voll sein. Aber es funktioniert trotzdem. Warum? Weil du Produkte verkaufst, die tagtäglich verkauft und konsumiert werden und weil du das, was du neu rausbringst, anders gestaltest als das, was schon da war. Und genau das machen wir im Print-on-Demand-Bereich auch. Wir verkaufen Produkte wie zum Beispiel T-Shirts, Hoodies, Poster und so weiter, die sowieso tagtäglich gekauft und konsumiert werden und wir bringen Designs raus, die einzigartig sind und die besser sind wie der Rest, die auf dem Markt sind. Dafür brauchst du natürlich Designverständnis und Designrecherchekenntnisse. Auch das bringe ich den Leuten bei in meinem Mentoring. Und wenn du diese Skills drauf hast, hast du eben kein Problem damit, einen neuen Print-on-Demand-Shop zu eröffnen, weil du eben deutlich besser sein wirst als viele in deiner Nische. So.
Und jetzt gebe ich dir 4 Punkte mit auf den Weg, auf die du achten musst, wenn du deine Nische für dich raussuchst. Und der eine Punkt ist erstmal das Thema Leidenschaft. Super, super wichtig. Je leidenschaftlicher die Menschen in deiner Nische sind, umso mehr Verkäufe wirst du generieren. So, frag dich auch einfach mal, warum das Ganze so ist. Menschen treffen Kaufentscheidungen auf einer emotionalen Basis und nicht auf einer logischen Basis. Das heißt, keiner muss sich T-Shirts kaufen, weil ihm kalt ist, sondern die Leute kaufen deine T-Shirts und deine Hoodies, weil sie im Endeffekt das, was sie denken, das, was sie fühlen, in deinen Designs sehen. Das ist auch deine Aufgabe. Genau die Sprache deiner Nische, die Emotionen, den Humor, die Statements nach außen mit deinen Designs auszudrücken. So. Und wenn du da gute Designs hast, wirst du automatisch Umsatz machen. Und je leidenschaftlicher die Menschen in deiner Nische sind, guess what, umso mehr dieser Designs werden sie kaufen und umso mehr Umsatz machst du. Stell dir einfach vor, du hast einen absolut leidenschaftlichen Hundeliebhaber. Seine ganze Welt besteht im Endeffekt aus Hunden. Und du hast genau den richtigen Shop mit den richtigen Hundedesigns. Dann ist es nicht schwer, diesen Kunden mit einer Facebook-Werbeanzeige zu einem Kunden zu konvertieren. Also den potenziellen Kunden zu einem Kunden. Das heißt, je größer die Leidenschaft, desto heißer sind die Leute, sag ich mal, in deiner Zielgruppe auf deine Designs und umso schneller kaufen sie. Das heißt, erster Punkt, achte darauf, dass du Leidenschaft in deiner Nische hast. So, der zweite Punkt ist auch super, super wichtig. Achte darauf, dass du in einer großen Nische bist. Denn die Größe der Nische ist dafür ausschlaggebend, wie viel Umsatz du am Ende des Tages mit deinen Designs machen kannst. Denn stell dir einfach mal vor, du hast irgendwann ein Winning Design. Ja, das Winning Design ist ein Design, das sich sehr, 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 sehr oft verkauft. Und das Winning Design ist auch das Design, was deinen Shop auf ein komplett neues Level hebt. Warum? Auf der einen Seite machst du extrem, extrem viel Geld in relativ kurzer Zeit. Das ist eben das Klassische bei Winning Designs. Und gleichzeitig baust du damit einen riesengroßen Kundenstamm auf und kannst in Zukunft alle anderen Produkte, die du rausbringst, über E-Mail-Marketing und über Instagram-Marketing an diese Kunden vermarkten. Ja, und das ist extrem viel wert und erhöht automatisch den Vermögenswert deines Online-Shops. Ja, also das einfach mal, by the way, am Rande erwähnt. Aber, um jetzt nochmal zurückzukommen, du brauchst eine große Nische, denn es ist ein Unterschied, ob du eine Nische hast, die nur 500.000 Menschen groß ist oder ob du eine Nische hast, die 5 Millionen Menschen groß ist. Denn in der einen Nische kannst du deine Designs nur 500.000 Menschen zeigen und in der anderen Nische 5 Millionen Menschen. Bedeutet, je größer die Nische ist, umso mehr Geld kannst du natürlich verdienen, weil dort mehr Leute drin sind. So, dritter Punkt ist die Targetierbarkeit. Targetierbarkeit bedeutet, dass du in Facebook wirklich auch Interessensgruppen brauchst, die du einstellen kannst, damit deine Werbeanzeigen genau den richtigen Menschen ausgespielt werden. Bedeutet, wenn du in irgendeiner Nische drin bist, die super außergewöhnlich ist, oder wenn du in Facebook keine passenden Interessensgruppen findest, guess what, dann kannst du auch kein vernünftiges Facebook-Marketing machen. Weil du Facebook eben nicht sagen kannst, hey, zeig meine Produkte genau den richtigen Leuten, weil du nicht die richtigen Interessensgruppen hast. Und deswegen check das vorher immer in Facebook. Check vorher aus im Facebook Business Manager, ob du für deine Nische die richtigen Interessensgruppen hast. So, und dann kommt der vierte Punkt. Und der vierte Punkt ist auch ziemlich wichtig. Das ist kein Muss, aber er ist trotzdem auf jeden Fall wichtig. Und das ist dein eigenes Interesse für diese Nische. Denn erstens mal, du willst ja ein langfristiges Unternehmen und eine langfristige Brand aufbauen. Das bedeutet, du wirst dich teilweise tagtäglich mit Designs und so weiter in deinem Shop, in deiner Nische beschäftigen. So, das heißt, wenn du Veganer bist, dann willst du keine Metzgerei aufmachen, okay? Das heißt, es fällt dir umso leichter, deinen Shop und deine Brand hochzuziehen und vor allem auch natürlich die Sprache deiner Zielgruppe zu sprechen, wenn dir das Thema Spaß macht. Okay, das heißt, du musst nicht unbedingt Bestandteil dieser Nische sein. Aber wenn du Bestandteil dieser Nische bist, dann macht das Ganze vieles für dich einfach einfacher. Ja? Und wenn du auf diese 4 Punkte eben achtest, wenn du eine Nische wählst, erster Punkt Leidenschaft, zweiter Punkt Größe, dritter Punkt Targetierbarkeit und der vierte Punkt, dass du ein eigenes Interesse und halt Spaß mit der Nische hast, dann ist es für dich sehr, sehr leicht, am Ende des Tages Geld mit dem Online-Shop in dieser Nische zu verdienen, weil es dir Spaß macht und du weißt, wie es funktioniert. An dieser Stelle, wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, wenn du nicht weißt, wie du dir deinen eigenen Online-Shop aufbaust, dann schreib mir gerne bei Instagram, schreib mir eine Privatnachricht, Bastian Huck, oder du kannst es auch unten in die Kommentare schreiben, auch da antworte ich. By the way, wenn du irgendwelche Themen hast zum Thema E-Commerce und Unternehmertum, zu denen du spezifisch Videos haben möchtest, unbedingt auch in die Kommentare schreiben,
mache ich auch dazu gerne neue Videos. Und in diesem Sinne, jetzt weißt du, wie du deine Nische wählen musst, warum die Nische so wichtig ist. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann.